Es war einmal an einem schönen Sonntag, Anfang Oktober 2020 im Zoo Leipzig. Alle sächsischen Zoos waren noch geöffnet, doch es deutete sich bereits ein erneuter Lockdown an. Bereits im März und April 2020 waren alle Zoos und Tierparks in Deutschland geschlossen. Und jetzt im November und Dezember 2020 haben sie in einigen Bundesländern noch geöffnet. In Sachsen jedoch sind sie erneut zu. An diesem Oktobertag hier hatte ich richtig Glück. Ich kam gerade rechtzeitig zum Elefantenbaden im Freien. Der Jungelefant ist Kiran. Er ist erst im Januar 2020 geboren. Zum Zeitpunkt dieses Videos ist er noch keine 9 Monate alt. Mit ihm im Wasser sind seine Mutter Rani. Sie hat interessanterweise Stoßzahnstummel, eher untypisch für weibliche asiatische Elefanten. Rani ist 11 Jahre alt und sie ist das erste Mal Mutter. Und dann haben wir noch Don Chung. Sie ist etwa 38 Jahre alt, aber ihr exaktes Geburtsjahr ist unbekannt. Don Chung ist etwa 1982 in Vietnam geboren. Sie kam 1984 als Staatsgeschenk an den Zoo Leipzig. Don Chung wird oft auch als Tante von Kiran bezeichnet, auch wenn sie keine wirkliche Verwandte von Kiran und Rani ist. So, das hier ist Don Chung. Sie kümmert sich sehr liebevoll um den Junior Fanten. Und deswegen ist Kiran auch in diesem Video meist neben seiner Tante Don Chung zu sehen. Der Name Kiran kommt aus dem Sanskrit, einer indischen Sprache, und Kiran bedeutet Sonnenstrahl. Ja, Sonnenstrahl, den konnte der Leipziger Zoo wirklich gebrauchen, denn bereits im vergangenen Jahr hatte der Leipziger Zoo Elefantennachwuchs. Der damalige Jungbulle Bin Long musste jedoch nach etwa 8 Monaten eingeschläfert werden. Er hatte schwere Probleme mit der Leber und nahm zuletzt nur noch sehr wenig Nahrung zu sich. Interessant aber, um Bin Long kümmerten sich eben genau diese beiden Elefantenkühe aus diesem Video, nämlich Don Chung und Rani. Bin Long war von seiner Mutter nicht angenommen worden und so konnte Rani 2019 also erste Erfahrungen im Aufziehen von Nachwuchs machen. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt hier mit ihrem eigenen Sohn Kiran konnte sie praktisch auf Erfahrung zurückgreifen. Don Chung dagegen hatte schon häufiger Erfahrungen mit der Aufzucht von jungen Elefanten gehabt. Zum Beispiel als Rani im Alter von 5 Jahren aus Hamburg in den Zoo Leipzig kam. Sie wurde irgendwann von ihrer eigenen Mutter attackiert und daraufhin in die Elefantengruppe um Don Chung integriert, worauf Don Chung sie quasi adoptierte. Ja, und Don Chung selbst hatte nach meinen Informationen nie eigene Kinder gehabt, warum auch immer. Die Verpresse war hier unten und hier war, das war ja die Zeit, wo noch Ecke hier war. Ja, die Ecke hätte dann Hasebrot bekommen. Ja, die haben diesen Film mal im Neune, da haben sie viele Beschwerde von Kindern, massiv beschwert. Da war immer wieder so ein Video zu sehen, da Videos zu machen, die reingestellt sind. Ja, mit Leuten fassen. War dann sogar jung und wir sind ganz nett und freundlich zu sagen, er möchte das nicht. Und da war ich immer so berührt. Und dann haben sie seit 2009 auch einen Empfang.
Zumindest, die Karte finde ich überhaupt nicht mehr, wo er rein will. Dann schon gesagt war. Und dann haben sie ihm seine Frage gemacht, dass er eine Hand gefolgt hat, dass er nicht mehr. Die Gründung war, dass er oft dachte, jeden Tag ein Video reingestellt. Und dann auch immer Bewertung und dann, jetzt kommt die Corona zu Besuch, dann muss ich mal ein bisschen abhauen und sowas. Weißt du, ne? Ja. Was? Das mit dem Burkhard Jung vorher, das bei der Presse mit reingeknüppelt. Da haben sie mir rausgehauen, weil er für die Presse ausreicht hatte. Da ist dann ja hoch. Die Stativ drin weg, ich muss mal Platz für meinen Stativ. Weil die ganzen Leute gekommen sind, die sind in den Stativ, hat das Stativ noch Wasser benutzt. Und dann hat seine Kamera ausgekommen und dann ist wieder hier. Aber dann gab es damals nicht so sehr gut. Weil das war dann auch nicht, das haben wir dann nicht das Gras, wie das Restgras steht, wo wir also mal einfach von den Leuten, oder die müssen mir nicht fragen, darf ich sehen, darf ich sehen, du musst mehr Geräte fragen. Ich werde im Dezember noch weitere Videos aus den Zoos in Leipzig und Berlin hochladen. Auch Kiran wird wieder dabei sein. In einer Aufnahme davon ist er gerade einmal 6 Tage alt. Ja, und ansonsten bleibt gesund. Habt Verständnis dafür, wenn wir aufgrund der Corona-Pandemie derzeit auf Kontakte und Freizeitaktivitäten verzichten müssen. Und ein spezieller Dank an die Macher des Elefanten-Wiki. Da kann man nämlich ganze Lebensläufe von den meisten Zoo-Elefanten abfragen, was ich für die Recherche für dieses Videos auch gemacht habe. Wenn ihr wissen wollt, mit wem euer Lieblingselefant gut auskommt und mit wem er Krach hat, lest im Elefanten-Wiki. Das liest sich interessanter als jede Reality-TV-Show. Ja, dann versucht. Ja, das hat lange gedauert, das Knoten. Das hat gut zu mir nicht das Wort. Wir haben immer nur mit dem Schlauch im Mund und mit dem Schlauch im Mund. Das kam dazu. Deswegen haben sie immer so mit dem Schlauch im Mund reingesteckt, damit er den Geschmack kommt. Ich habe gesagt, dass er merkt, dass er nicht trinken kann, das Wasser. Weil das wird ja auch nicht trinken. Ja, ich kann mich nicht mehr so gut.